Liebe Freunde, welcome back zu einer weiteren Folge der Pokémon Rascal Ruby Nuzlocke Challenge. Willkommen zurück, Leute. Bevor wir die Folge starten, ich bin immer noch auf Route 127. Ich stecke hier irgendwie fest, meine Freunde, und komme nicht mehr weg, weil es sehr viele gefährliche Pokémon gibt. Noch eine ganz kurze Anmerkung. Vielen Dank an die ganzen Kommentarschreiber, die darauf aufmerksam gemacht haben, dass Altaria, glaube ich, Mendor, habe ich ihn, glaube ich, genannt, nicht rechtens war. Wir haben auf derselben Route Mienschau encountered, scheinbar. Auf jeden Fall vielen Dank für den Hinweis. Ihr habt absolut recht, ich bin ein Dummi. Dankeschön dafür. Ich werde ihn auf jeden Fall, sobald wir im Pokémon Center sind, auf die Todesbox legen. Und Mendor kriegt dafür aber ein anderes Pokémon. Einfach, damit es so fair bleibt, wie es geht. Right. So, Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe mich schon seit einer Milliarden Jahren gefreut, dass ich endlich weiterspielen darf. Das Ding ist, ich bin auf YouTube gerade ein bisschen in der Vorproduktion. Einerseits, weil es ein paar Events gibt, die bald für mich anstehen, die ich für dich vorproduziert haben muss. Sowas wie die Fantasy Basel oder auch so kleinere Geschichten, private Geschichten. Andererseits auch, weil ich momentan nur alle zwei Tage eine Folge bringe und dementsprechend sammelt sich die ein oder andere Folge an. Deswegen reagiere ich gerade ein bisschen später auf Kommentare als normal. Aber das wird sich bald wieder ändern. So, wir haben es ohne weitere Verluste zurück nach Moosbach geschafft. Jetzt haben wir eine Arena vor uns, Leute. Auf die Arena freue ich mich schon. Da habe ich gar keinen Bock. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss nochmal aufs Level Cap gucken, um zu gucken, wie hoch die Arena ist. So, Mendor, jawohl. Tut mir leid, Altaria. Du bist leider unrechtmäßig. Aber okay. Wir haben immer noch ein paar coole Pokémon, wie Mokuba, was ja auch ein Drache ist in diesem Spiel. Und Dingens, Sandro und Saika, die wir uns noch nicht angeschaut haben. Zumindest Saika nicht. Wir haben Giftgriff. Okay, Giftgriff ist jetzt nicht das Beste. Ne, das Ding kann nämlich Superschütze haben. Und wir haben ein Minus-Init plus Death-Wesen. Das Wesen ist okay, I guess. Gerade in Kombination mit der Fähigkeit können wir vielleicht dieses Pokémon in das ein oder andere Kampf-Pokémon zum Beispiel reinwechseln, weil Gift resistiert ja Drache. Gift resistiert ja Kampf. Und damit könnten wir vielleicht mit Giftgriff ein bisschen zu Vergiftungen führen und so ein Kram. Ne? Wir haben die Schlammboge, wir haben Drachenpuls und wir haben die Drachenrute und die Hydropumpe als ich würde mal sagen, Coverage Move. Ein ziemlich cooles Pokémon. Ich bin auf jeden Fall Fan von Tandrak. In der Arena allerdings eher weniger, weil das wird eine Psycho-Arena, wenn ich mich richtig erinnere. Und da wollen wir natürlich kein Poison-Pokémon mehr nehmen. So, was wir hätten mitnehmen wollen, auf jeden Fall, in die Psycho-Arena, meine Freunde, wäre ein Unlicht-Pokémon wie Dark Shoto. Oder ein Geister-Pokémon wie Hisui. Aber, sind uns ja alle weggestorben. Ha! Was haben wir also noch? Wir haben Akuma. Was viele von euch in den Kommentaren, by the way, gefeiert haben. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, dass so viele Leute Magnaien feiern. Maybe Nephilia? Maybe Nephilia mit seinem Geistertypen ist halt zumindest besser als Yodosama, right? Weil, I don't know, ich meine, wir können ihm eine Beere geben. By the way, er flamet mich immer noch dafür, dass ich eine Beere, ein Item auf dem Ding habe. Obwohl es Akrobatik hat, oh Gott. Ah. Ihr habt 100% recht, ist ein dummer Move, aber wenn ich dafür irgendeinen Psycho-Move überlebe, dann ist doch das Chocuzel, Digga. Ist es, though, die... Ist es Psycho? Ist Kobabeere Psycho oder ist Kobabeere Flug? Ich glaube, ich habe ihm Flug gegeben, weil Flug öfters vorkommt. Aber schauen wir einfach mal.
Koba-Beere ist Flug. Yes, okay. Dann hätte ich gerne die Piapa-Beere gegen Psycho. Ehrlich gesagt. Eieieiei. Warte mal, hat Samu den Giftstich? Okay, dann geben wir ihm einfach mal eine Psycho-Beere. Mal sehen, ob das was bringt. Keine Ahnung, mit was für einem Team wir in den Arena-Leiter reingehen oder in die Arena-Leiter, denn es ist ja ein Doppelkampf. Mal wieder, hallo. Ist es ein Doppelkampf? Ich glaube schon, oder? Sonnfell und Lunastein? Ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall, Leute. Patrick und Metze haben mich bereits wissen lassen, dass das mit Abstand die ekelhafteste Arena bisher wird. Dass alles bisher ein Aufwärmprogramm war. Und ich weiß, das hört ihr irgendwie ständig, aber ich auch. Ich höre es ja auch ständig. Dementsprechend bin ich ein bisschen aufgeregt vor dem, was uns erwartet. So, Psycho Urban. Urban, Urban. Dann haben wir Hypno am Start. Okay, 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 okay. Hypno, auf welchem Level? 58 oder 59? Bro, dieses Hypno ist 4 Level höher als ich. Das ist ja mal richtig dumm. Gehe ich auf den Schutzschild? Er könnte halt Nasty plotten, ne? Oh shit, wenn der jetzt Nasty plottet, Bro. Wenn dieser Typ jetzt den Nasty Plot raushaut, dann hab ich ein Problem. Donnerschlag, okay. Gegen ein Wasser-Pokémon, by the way. What the fuck? Gegen Kilimo einen Donnerschlag. Wobei, Kilimos Verteidigungswert ist ziemlich gut, ne? Deswegen habe ich es auch zu Kilimo zu Sagambus entwickelt anstelle von Alabus, weil Alabus höhere offensive Werte hat, aber niedrigere Death-Werte. Und ihr wisst ja, wie Nuzlocks funktionieren. So. Wir gehen auf Ampelleuchte. Ampelleuchte trifft sehr effektiv und macht nicht mal die Hälfte. Alter Schwede. Alter Schwede, ist das krass. Ich gehe mal auf ein Lichtschild. Ich bin mir nicht sicher, ob Lichtschild Psychoschock actually betrifft, weil Psychoschock ist eine spezielle Attacke, die aber die physische Def trifft. Was gut wäre, weil meine physische Def ist, glaube ich, höher als die spezielle. Und mit einem Lichtschild würden wir halt noch ein bisschen mehr Damage tanken. Und wir flinchen dank dem Kingstein. Let's go. Bam. Ich glaube, für die Arena muss ich ein bisschen trainieren, Leute. Vor allem brauche ich andere Pokémon. Ich struggle gegen ein Hypno. Das ist gerade echt sad. Megalon. Okay. Hast du was? Was mich jetzt töten könnte, ich weiß es einfach nicht. So, wir gehen einfach rein mit der Abrissbirne. Bizarro-Raum. Ist das eine legitime Strategie in dieser Arena oder wie oder was? So, da kommt die Psychic. Wir haben noch den Lichtschild. Das hat ein bisschen zu viel Damage gemacht, Digga. Okay, nicht wohl switchen, Sefi. Der Bizarro-Raum ist aktiv. Mach nicht diesen jetzt. So, und der Lichtschild ist weg. Psyaugon. Psyaugon ist ziemlich schnell. Würde ich behaupten. Oder ist Psyaugon langsam und der Strolch täuscht mich gerade. Ich glaube, Psyaugon ist nicht langsam. Ja, da haben wir schon das Problem, ne? Was switch ich in so ein Ding rein? Gehe ich zu Happy Socke? Oder was mache ich da? Wenn Psyaugon... Maybe ab Psyaugon Energy Ball. Wir hätten Abschlag auf Samu, aber dann müssen wir halt zuerst einen Hit tanken. Warte mal, wie dick ist Mononoke? Mononoke hat 111 Spedef? 151. Okay, dann gehen wir mal zu Happy Socke. Lichtschildet er jetzt? Oder was macht er jetzt mit Psyaugon? Weil Psyaugon ist halt so ein typischer Screener. Ne? So ein typischer Strolch-Screener. Direkt die Spedef Drops. Damn. Aber okay, wir haben Überreste und wir tanken das relativ gut, weil Happy
Episocus ist unser bulkigstes Pokémon. Dann gehen wir auf Antikraft. Ihr habt mich, by the way, glaube ich, noch darauf hingewiesen, dass in diesem Hack Antikraft zwar von der Stärke gebufft wurde, aber dem deswegen auch keine Omniboosts mehr möglich sind? Es steht zwar in der Attackenbeschreibung, dass Omniboosts möglich sind, aber vielleicht habt ihr recht. Ich weiß es nicht. So, Gigasauger wäre, by the way, schon in der letzten Runde der richtige Move gewesen. So, Bizarro-Raum da oder nein? Bizarro-Raum, nein. Okay, jetzt muss ich leider raus, weil wenn er mich jetzt mit einer Psychic trifft oder crittet oder so, dann GG. Dann GG, my boy. So, ich hätte gerne einen Aquajet mit Mononoke, genau für solche Fälle. Falls ich irgendwie finishen muss oder so. Die Psycho-Arena wird mich zerflexen, ne? Ich habe wirklich eine krass nice Schwäche gegen Psychos. Oh, fuck me, Donnerblitz. Oh, zum Glück ist es kein Stab. Und wir sind fett as fuck. Weißt du, so Psyaugon und Hypno und so, das sind nicht die Threats, Leute. Das sind nicht die Threats. Die Threats werden sein Simsala und Konsorten. Und wenn wir schon gegen Hypno strugglen, Bro, dann GG. Warte mal. Ich komme nicht. Hä? Wie komme ich hier weg? Was ist das? Aha. Ah ja. Ah, jetzt kann ich. Okay. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Boah, das wäre tricky, ne? Wenn wir nicht heilen könnten. Ich muss mir wirklich überlegen, andere Pokémon mitzunehmen. Das geht echt nicht klar, Mann. Also jetzt bereits. Und ich muss ihn natürlich höher leveln. Warte mal, wenn Hypno schon 59 war, wie hoch ist dann der Arenaleiter? Die Arenaleiter. Wird das ein Doppelkampf mit Level 65ern? Oder wie? Und mit zwei Megas, weil es zwei Trainer sind, oder was? Oh, Digga. Ey, ich habe keine Ahnung, was uns erwarten wird. Aber es wird übel reinscheppern. Es wird übel reinscheppern. Ich überlege mir, ob wir Klee wieder mitnehmen sollen, aber wir brauchen keine Pflanzen und keine Feenmon. Wir haben so viele Pflanzen und so viele Feenmons mittlerweile. Und so viele Wasser. Die haben beide eine Schwäche. Ich habe halt wirklich nichts außer Magnane, ne? Magnane. Ich glaube, ich muss Magnane definitiv mal hochballern, damit der hier was machen kann. Ich habe noch nie einen Magnane verwendet. Magnane war meiner Meinung nach immer so ein semi-gutes Pokémon, ne? So fürs Early und fürs Mid-Game ganz okay, aber im Endgame dann absoluter Trash. Mal sehen, mal sehen. Chefrum hat gute Spezialverteidigungswerte, genauso wie potenziell ein Valreiser, aber das ist halt alles nichts, ne? Das Ding hier ist probably the answer. Ne, viel KP, viel Spezialverteidigung und einen sehr effektiven Stab. Das Ding wäre probably eine geile Lösung. Außerdem hat es H2O-Absorber. Und wenn wir in Doppelkämpfen sowas wie Surfer Strats fahren, zusammen mit Wheelie, Sturmsog, Surfer, bla, dann ist es maybe eine geile Sache, ne? Ha, wenn wir Wheelie anstelle von Larkis Surfer beibringen, trifft Wheelie beide Gegner und wir wissen ja vielleicht Lunastein und Sonnfell. Right? Und dann halt den H2O-Absorber direkt. Und wenn wir hier surfen, dann haben wir den Sturmsog und treffen wieder beide sehr effektiv. Also Nephilia und Wheelie wären probably eine ziemlich nice Kombi für so ein Ding, ne? Für so eine Arenaleiter. Okay, dann würde ich behaupten, tauschen wir Nephilia gegen Kilimo.
Weil Killimo ist halt das gleiche wie Nephilia, nur in schlecht für diese Arena jetzt. Und was tauschen wir noch aus? Magnaeon für... Maybe Sarzenia. Auch wenn wir jetzt die Psychobeere drauf haben. Magnaeon mit dem Bedroher für physische Threats. Abrissbirne würde ich gerne im Team behalten. Bin ich nämlich übel Fan von mittlerweile. Lichtschild, der Init mit dem Kingstein, Statik und die gute Death und Ladungsstoß. Und ach, ist einfach ein nices Mon. Sorry. Ich entschuldige mich bei Abrissbirne für den Trash Talk. Okay, ich hatte Unrecht. Okay, es tut mir leid. Abrissbirne ist ein sehr gutes Pokémon. Ich bin froh, Unrecht zu haben, Leute. Wirklich, for real. Ich mag das, wenn ich im Unrecht liege. Weil ich mag es in der Regel generell nicht, wenn ich Recht habe, weil in den meisten Fällen oder in vielen Fällen, nee, sagen wir es anders. Ich mag es, wenn ich Unrecht habe in pessimistischen Fällen. Wenn ich etwas pessimistisch oder negativ gegenüberstehe und ich habe Unrecht. Das mag ich, weil das ist ja eine gute Sache für alle. So. Okay. Yodu-Summer nehmen wir halt mit, wegen der Kehrtwende, wegen dem Init und wegen der Pajapa-Beere oder so. Und außerdem ist der spezielle Death-Wert gar nicht so schlecht. Und mit der Beere können wir es auf jeden Fall tanken. So, jetzt muss ich aber noch Killimo austauschen, right? Das ist Sprite 1. Oh Gott, Alter, wir sind jetzt schon wieder irgendwie 16 Minuten im Part und wir haben einen Kampf gemacht. Ja, Sapalot. Oh, nice. Ich habe keinen Sprite. Gut, dann müsst ihr mich ganz kurz entschuldigen. Wir sind gleich wieder da. So, meine Freunde. Ich habe nun das Team angepasst. Haben mir kurz die Sprites geholt. Allerdings habe ich, wenn ihr es richtig sehen könnt, keinen Sprite bekommen für dieses Ding, für Apokalyp. In nicht shiny. Ne, es gibt keine HD-Sprites für Apokalyp in Nichtschein. Ich habe jetzt zwar ein bisschen versucht mit Color Correction und so ungefähr die gleiche Farbe zu erzielen. Naja, hat nicht ganz so gut geklappt. Okay, aber ist okay. Die Farbe ist ja relativ ähnlich und das soll dem Ganzen also keinen Abbruch tun. So, jetzt haben wir also die beiden dabei. Allerdings haben wir sie noch nicht gelevelt, right? Und das bedeutet, dass wir actually jetzt mit weniger Pokémon kämpfen. Wisst ihr was? Ich level die noch kurz und dann haben wir ein anständiges Team. Okay, Leute. Ich habe jetzt die beiden Pokémon noch gelevelt und ihnen ihr Moveset angepasst. Denn Magnaeon hatte nicht mal eine einzige Unlichtattacke. Etc. pp. Aber okay, das soll uns nicht weiter stören. Wir gehen rein in den zweiten Kampf, denn wir wollten heute tatsächlich noch ein bisschen was machen, meine Freunde. So, eine Herausforderung von Psycho Jonas. Wunderbar. Bulkimon versus Bulkimon, die aber beide richtig schön zulangen können. Geh mal für den Spukball. Ich habe, by the way, noch Pixie das Item weggenommen und, und eine Philia gegeben. Direkt die Spelle F gesenkt. Oh, shit. Oh, fuck me. Wow, das haben wir aber gut getankt. Holy shit, ich habe gedacht, das macht mehr. Zytomega hat einen richtig bösen Spätz-Attack. Und einen Donner instant zu treffen und reinzuschallern, sehr effektiv. Das hätte wahrscheinlich jedes andere meiner Wasser-Pokémon instant gekillt. Aber Nephilia mit ihren ultra vielen KP und ihren sehr guten Death-Werten, beziehungsweise Spät-Death-Werten, macht hier einiges wieder wett. So, Kokowai. Kokowai könnte nervige Pflanzen oder Psychoattacken haben. Manche davon auch physisch, deswegen mit unserem Bedroher Magnaeon rein. Oder kommt der Blättersturm. Puh! Da kommt der Blättersturm. So, ich gehe auf Tiefschlag. Oh, wow. Fuck me, Bro. Fuck me. Okay. Dann eben nicht.
wie groß ist mein Spedef? Das Ding ist schwierig, Akuma einzuschätzen, weil ich Akuma halt noch nie verwendet habe, ne? Wir haben 108 Spedef. Das ist neutral. Ich tanke mit allen anderen auch nur neutral. Von daher... Schwierig, ne? Okay, da kommt der Blättersturm. Verfehlt schon wieder. So, da kommt der Blättersturm. Uah! Aua! Wow, Digga, was? 108 Spedef? Und der hat mir so viel gemacht. Und das war nur neutral. Well, Happy Socke wäre hier wahrscheinlich straight gestorben. Ja, wobei, der hätte es auch ganz knapp überlebt. Alter. Das hat gerade weh gemacht. So, ich gehe raus zu Happy Socke. Happy Socke kann nicht von Schlafpuder getroffen werden, weil es ein Pflanzenmon ist. Und ja, der Blättersturm ist jetzt auf minus 2. Der wird jetzt nicht mehr ganz so viel machen. Zumal er jetzt auf minus 4 ist und wir Überreste haben und so. Alter, Akuma, sorry. Ne? Das ist ja mal eine nicht ganz so gute Performance gerade. Das erste Mal in den Kampf. Outplayed worden von einem Kokowai und dann fast gestorben instant. So. Zünden mal eine Antikraft raus, die scheinbar wirklich die Fähigkeit verloren hat, zu wussten. Was natürlich ein bisschen wack wäre, um ehrlich zu sein. So, die Psychokinese macht noch weniger, weil er ist jetzt um minus 6. Alright. Kriegen sehr viel EP. Das ist interessant. Aber, by the way, alle auf... Psyana. Oh, Psyana kann sowas wie Focus Blast haben. Okay, eine Psychic nehmen wir, oder? Mit 145 Spedef. Ah, oh, Digga, halt einfach nicht gut, ne? Einfach nicht gut nehmen wir die. Geht sie wieder auf eine Psychic? Ich meine, theoretisch nehme ich noch eine, aber ein Crit würde mich halt komplett weghauen, ne? Ich kann zu Akuma und dann Double Switchen. Morgengrauen. Uff. Uff. Das. Dieser Dude outplayt mich hart, ne? Dieser Dude outplayt mich böse gerade. Okay. Nimmt Abrissbirne eine Psychic plus Psychic plus Lichtschild. Psyana ist halt schnell. Nephilia könnte einen Focus Blast, vielleicht Zauberschein. Okay. Kein Stab. Macht einfach zu viel Damage, Bro. Eine Psychic an der Stelle wird mich wieder zerstören. Fuck me, Bro. Geht sie wieder für Zauberschein oder geht sie für eine Psychic? Oder geht sie... Fuck, sie könnte auf den Spukball gehen. Oh no. Oh no, habe ich verschissen. Verschissen. Ich wollte einen Safe Switch in Mononoke haben. Hab aber richtig schön ins Klo gegriffen, Bro. Yep, ne. Ah. Ich hätte wechseln können. Es hat nicht über 50% gemacht. Wir hätten zwar um den Crit spielen, nicht mehr um den Crit spielen können, aber.
Kuma, es tut mir leid. Ich hab dich wie Scheiße behandelt gerade. Fuck, habe ich dich wie Scheiße. Okay, ich meine, zuerst outplayed uns Kokowai, danach outplayed uns Psyana. Fuck me, Bro. Das war sehr schlecht gespielt von mir, aber ich habe halt auch gepanickt, ne? Ich habe leider gepanickt. Shit. Ich habe leider gepanickt. Ja, das hätte man besser spielen können. Aber es war trotzdem eine schwierige Situation. Es war trotzdem eine schwierige Situation. Ich dachte halt, jetzt kommt halt eine Psychic, Wild Stab. Ich habe irgendwie vergessen, dass Psyana oft auch Spukball carried und dass gegen unser Wassermon natürlich die bessere Alternative wäre, right? Egal, ich gehe jetzt zur Abrissbirne. Abrissbirne kann Lichtschilden. Ich habe das Gefühl, Lichtschild ist der Play in dieser Arena. Groink. Der deutsche Let's Player Nummer 1. Okay. Groink ist kein super starkes Pokémon, aber es kann sein, dass es in dem Hack hier einen Buff bekommen hat. Wie viele andere auch. Taumeltanz. Oh, dankeschön. Dankeschön für die Verwirrung. Kriegen wir eine Verwirrung zurück? Nein, wir kriegen eins in die Fresse. Okay, schade. Groink will mich fiesten. Und das schafft er auch. Scheinbar. Wie Groink hier die... Oh, damn, Bro. Okay, kann ich jetzt please... Wenn das ein Crit ist, bin ich tot. Okay. Dankeschön. Ich habe jetzt dreimal die Verwirrung gefressen. Ich bin halt schon wieder empört, Digga. Was sind denn das schon wieder für Hex? Also die heutige Session beginnt echt amazing, ne? Direkt den Spedef-Drop bekommen. Dann dreimal Verwirrung und direkt Spedef-Drop nochmal. Okay. Ja, da merkt man. Ohne Lichtschild machen diese Attacken definitiv mehr Damage. Aber ich krieg auch jedes Mal den Spedef-Drop, obwohl er nicht mattert, obwohl ich immer mehr als Hälfte mache. Aber gut, wenn er schon einen Spedef-Drop hat, wird ein Gigasauger aus der Range reichen. Und dann können wir die Gelegenheit nutzen, um uns ein bisschen gegenzuheilen. Wow, es reicht nicht. Es reicht nicht. Oh. Oh, ich habe das Gefühl, heute werden wir ein bisschen outplayed, guys. Goddammit, wie diese Sau mich anlacht, ne? Und das ist das erste Pokémon und ich habe schon wieder zwei Pokémon an dieses Ding verschwendet. Wie wird denn das in der... Fuck. Wie wird denn das im Arena-Leiterkampf? Oh no, Starmie kann auf jeden Fall Donnerblitz. Okay. Happy Socke, please. Please, Claire. Strauchler, okay. We don't care. So, jetzt kannst du von mir aus alles machen. Du kannst Donnerblitzen, du kannst auch surfen. Ja, wenn du uns stärken willst. Ich gehe auf Giga Drain. Geht leider auf die Psychic, nicht auf den Surfer. Schade, sonst wären wir jetzt plus 1 gewesen und hätten es geone-shottet. Oh, wir one-shotten es auch so. Okay, never mind. Happy Socke ist stärker, als ich dachte. Oh shit. God damn. Ja gut. Ja gut. Was mache ich denn hier jetzt? Gehe ich auf Gigasauger, um mich zu heilen? Oder auf Antikraft? Du bist doch ein dummes Schwein. Ich gehe auf Gigasauger. Oh no.
Jo, da sind wir wieder hart am Gambeln, ne? Da sind wir wieder hart am Gambeln, Bro. Und er verfehlt endlich mal. Alter, den Donner hat er schon getroffen. Mann, Junge, endlich verfehlt der NPC mal eine kranke 70er Attacke, ey. Oder eine 75er. Oder in dem Fall war Focus Blast 75 oder 80, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, ich verfehle damit immer. Und solange er nicht crittet, ist alles fein. So. Ja, Leute, wir haben ein dickes Problem gegen Simsala. Denn Simsala kann auch Spukball. Gegen unser Apokalyp, ne? Das wird fucking amazing, Bro. Das wird sowas von cool. Das wird sowas von toll. Naja. Ach du Scheiße. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob wir noch einen weiteren Kampf schaffen. Wir haben ziemlich auf die Fresse bekommen. Ja gut, dann heilen wir mal. Ich meine, es bleibt uns nichts anderes übrig, ne? Ich meine, theoretisch würde ich gerne mein Team wenigstens füllen, damit wir genug Pokémon haben. Alter, der Tiefschlag. Alter, Akuma mit Tiefschlag war so wichtig, ne? Gerade gegen Simsalas. Das ist so räudig, dass ich den jetzt weggehauen habe. Okay, Rossana. Ja, gut. Lichtschild, Ampelleuchte. Rossana kann halt Todeskuss, Rossana kann halt Blizzard freezen. Das ist alles mega nervig, aber sie entscheidet sich einfach nur für den Psychic. Okay. Dann gehen wir für die Ampelleuchte. Eisstrahl, okay. Ui, ai, 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 ai. Ampelleuchte, ja, ich hau dir auf den Zahn. So. Drei Verteidigung, wow. Okay, Pantimos. Alright, wir gehen auf den Volt-Switch. Psycho-Unlicht. Psycho-Fee, meine ich. Ein sehr gutes Typing für uns, ne? Also für unser Team, so. Weil ich habe nichts außer sie hier. Oh, let's go, Flinch! Ich liebe Kingstein auf diesem Ding, Alter. Selbst wenn der Flinch nicht durchgekommen wäre, wir hätten halt Lichtschild gehabt. Ne, also die Abrissbirne ist einfach ein richtig guter Lead für unser Team. Das muss man an der Stelle einfach sagen, Mann. So. Schnibidi-babidi-bu. Schnibidi-bubidi-bum. Wir werden heute wahrscheinlich ein bisschen über die Zeit gehen, Leute. Einfach weil... Naja, ich nicht jedes Mal irgendwie... keine Ahnung, inmitten Arenen, ne? Ich will ja, dass auch was passiert und das ein bisschen Progress. Aber die Kämpfe heute sind halt einfach ultra kompetitiv und spannend. So. Phoenixes kann mich ohne Crit nicht killen. Ist halt doof, wenn sie mich crittet. GG. Ne? Aber okay. Jetzt noch einen Switch machen und die Folge noch weiter auseinanderziehen. Wäre auch kacke. Aber ja, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen. Wenn ihr euch freut über die Überlänge. So, ich muss in 5 Minuten los, weil meine Familie auf mich wartet. Aber okay. Einen Kampf schaffen wir noch, oder? Ist es, haben wir noch viele Kämpfe? Haben wir noch einen, zwei? Oh je, yeah, Bro. Alter, wie viel KP die regenerieren mittlerweile, ne? Tschüss. So. Zeig mir, wie talentiert du bist. Bam, 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 bam. Psycho sollte... Oh, Calamanero. Psycho-Unlicht. Du hast eine Vierfachschwäche gegen Käfer. Und ich habe eine Ampelleuchte. Und du bist sowieso physisch und nicht speziell. Und das ist eine OKO. Calamanero ist
ein zweischneidiges Schwert. Literally, das Ding kann nämlich sehr gemein werden, denn es hat die Fähigkeit Umkehrung. Und die kennen wir ja bereits. Die ist sehr gemein. Wenn ein Calamanero mit Kraftkoloss auf einmal sich setupt, Freunde, dann, naja. Okay, das Ding hat Hypnose. Dann gehe ich ja mal zu Yosu-sama. Mit Lichtschild und der Beere dürften wir jede Psycho-Attacke tanken. Traumfresser. Oh, damn. Okay. Dann gehe ich auf die Kehrtwende, weil physisch treffen wir Somnivora besser als speziell. Und jetzt gehen wir zu Nephilia, weil wir wahrscheinlich eine Psychic triggern. Nein, eine Hypnose einfach. Okay, krass. Okay, krass. Okay, krass. Okay, krass. Hypnose Strats oder wie? Ja gut, dann mache ich einfach das gleiche nochmal. Ne? Dann haben wir jetzt leider zwei eingeschläferte Pokémon. Aber wir haben diesen Geburtsklumpen da drüben outplayed. Oder auch nicht, weil er auf Mondschein geht. Fuck, warum... Oh mein Gott. Sie trifft wieder die Hypnose. Hat die was anderes außer Hypnose? Irgendwie ja nicht, ne? Ich wollte auf die Kehrtwende drücken und nicht auf den, auf die fucking Akrobatik, ey. Jetzt missklick ich hier noch, ey. So, da kommt der Traumfresser. Oh, der macht Damage, Alter. Mann, warum muss dieses Omnivora schon wieder so nerven? Okay, kannst du deine 50-50-Hypnose please verfehlen? Ansonsten haben wir ein dickes Problem, Digga. So, Nassschweif. Oh mein Gott. Du gehst mir sowas von auf den Sack. Ich muss mein ganzes Team einschläfern lassen, damit Somnivora mich nicht sweept. Wow. Okay. Antikraft oder Gigadrain? Ich glaube Antikraft, weil ich outspeede. Ja. Kann das please reichen? Danke. Holy shit, ist dieses... Guys, diese Arena ist absolut disgusting. Girafarik, okay. Kann ich mit Girafarik handeln? Girafarik wird mich outspeeden. Oh. Vegetarier Girafarik? Nein! Kein Vegetarier Girafarik! Okay. Alter, diese Arena ist sowas von disgusting. Ich habe jetzt schon gar keinen Bock auf den Arena-Leiterkampf. So, Soltan wurde die Fresse poliert. Dafür hatte mein gesamtes Team eingeschläfert. Der hat einfach mein Team eingeschläfert, Freunde. Alter Schwede. Ja. Mit Ausnahme von einem einzigen Pokémon, was er nicht eingeschläfert hat, ne? God fucking damn it. Kann ich jetzt hier raus? Danke. Ja gut, Freunde. Ihr dürft... Wenn ihr möchtet, gerne einen Daumen da lassen für die Überlänge-Folge und für die spannenden Kämpfe heute. Lasst einen Daumen auch da, wenn ihr euch für die auf den Arena-Leiterkampf freut. Das wollte ich sagen. So, jetzt, meine Freunde, wünsche ich euch aber einen wunderschönen guten Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Bye.